Ah, da bist du. Hab dich schon die ganze Zeit gesucht. Warum bist du denn noch hier im Auto? Hallo und herzlich willkommen. Christoph Pütz hier mit einem neuen Video aus Vista, Kalifornien. So, es ist wolkig draußen. Es ist fast herbstlich für südkalifornische Verhältnisse hier. Also ich sag das mal mit so einem Zwinkern im Auge. Aber ich nehme einfach jetzt das Video mal hier am Schreibtisch auf. Und entsprechend habe ich mal ein Thema rausgesucht, was ich zwar hier und da schon mal in anderen Videos angesprochen habe, aber ich glaube, die Frage kommt immer regelmäßig auf. Und entsprechend gehen wir mal in diesem Video detailliert nochmal auf diese Frage ein und hoffentlich kann ich dir auch nochmal ein paar zusätzliche Informationen diesbezüglich da mitteilen. Also, im heutigen Video sprechen wir mal darüber, wie schwer oder leicht ist es eigentlich in den USA, den Beruf zu wechseln. Nicht den Job zu wechseln, das haben wir ja schon gehabt, aber den Beruf zu wechseln. So, und da möchte ich mal ein berühmtes Beispiel anführen, und zwar die Kim Kardashian, die große Influencerin und Internet-Business-Mogul und was auch immer sie alles hat. Sie hat es ja zu einigem gebracht online und dann mit Instagram und so weiter und so fort. Aber wer es nicht weiß, seit, ich glaube, 2-3 Jahren versucht sie, Rechtsanwältin zu werden. Also sie studiert und sie geht auch durch die Prüfungen entsprechend durch, um hinterher eine zugelassene Rechtsanwältin zu sein. Also ich finde das sehr interessant und ich kann mir vorstellen, es ist sicherlich nicht nur, um ihre Verträge besser zu verstehen. Also da gibt es sicherlich auch einen Hintergedanken, aber da müssen wir abwarten, bis sie wirklich dann zugelassener Rechtsanwalt ist, um vielleicht mehr zu erfahren, was der Sinn und Zweck des Ganzen ist. Und vielleicht ist es wirklich nur, um anderen zu beweisen, dass sie nicht nur das dumme Internet-Frauchen ist, was manche Leute da wirklich versuchen, sie darzustellen. Also die hat schon einiges an Grips. Und naja, vielleicht ist das wirklich so ein guter Weg. Und das ist natürlich dann auch ein Paradebeispiel, wie wechselt man den Beruf. Und da müssen wir natürlich unterscheiden. Erstmal, es geht um Berufe hier, die zum Beispiel keine Lizenz erfordern oder wo man nicht ein gewisses Fachwissen nur durch die Ausbildung bekommen kann. Also ein Rechtsanwalt, ich kann mich nicht zum Rechtsanwalt umbilden und mache 3-4 Zertifikate und bin dann Rechtsanwalt. Das klappt also nicht. Genauso wenig, ich bin kein Arzt. Also wenn ich mir ein Skalpell in die Hand nehme, bin ich bestimmt noch kein großer Chirurg, der eine Herztransplantation vornehmen kann. Also, das sind nicht die Berufe, auf die wir uns hier heute fokussieren wollen, sondern wir gehen mal einfach in andere Berufe rein, wo das möglich ist und sprechen mal über die Wege, wie man denn dahin kommt. Ich sagte ja schon, es gibt verschiedene Berufe, da muss man einfach eine staatliche Lizenz haben. Da kann man natürlich nicht relativ leicht den Beruf wechseln. Möglich ist natürlich auch, und wer 7 oder 8 oder 9 Jahre studieren will oder vielleicht auch ein bisschen kürzer, ich weiß nicht, wie lange es braucht, kann auch gerne Arzt werden und dann entsprechend die große Kohle verdienen. Aber man muss natürlich auch sehen, die Ausbildung kostet einiges an Geld. Rechtsanwalt ähnlich. Also schauen wir uns mal die verschiedenen Berufe an, wo es ebenfalls durch eine offizielle Ausbildung, sage ich mal, abgesichert werden muss, bevor man diesen Beruf ausüben kann. Also wer zum Beispiel Elektriker werden will, der muss lizenzierter Elektriker sein. Genauso geht es mit dem Klempner oder jemanden, der im Heizungsbereich tätig ist, also Heizung, Sanitär und so weiter und so fort. Auch da muss man entsprechend eine gewisse Ausbildung und eine entsprechende Zertifizierung oder Zulassung durch den Bundesstaat haben, eventuell auch durch das County, in dem man wohnt. Aber es gibt natürlich dann auch entsprechend viele Berufe, wo das nicht notwendig ist. Also ich bin zum Beispiel so in den IT-Bereich gekommen, habe mich selber zum IT-Fachmann fortgebildet und bin auch nicht zur Schule gegangen in dem Bereich. Ich habe mir ein paar Bücher gekauft und habe einfach auch ein gutes Verständnis dafür entwickelt und dann durch Berufserfahrung mich natürlich entsprechend da auch weiter spezialisiert. Aber das ist so ein Beispiel. Als ich in den USA ankam, war ich Bankkaufmann aus Deutschland. Ich habe dann erstmal als Customer Service Representative in einem Callcenter gearbeitet, und zwar für eine Logistikfirma, die Containerschiffe betreibt. Ich habe entsprechend den Leuten geholfen, ihre Container zu finden, per Telefon, und zu sagen, ja, das braucht noch 2 Tage, bis es im Hafen ist und so weiter und so fort. Also dafür, den Beruf, brauchte ich keine Ausbildung. Ich musste einfach nur eine Stimme haben, die am Telefon funktioniert. Ich musste einen gewissen Skill haben, dass ich die Leute höflich behandeln kann. Und naja, dann hat die Firma mich entsprechend für 1 bis 2 Wochen ausgebildet und dann saß ich am Telefon und habe Telefonate angenommen. Also das ist ein Berufswechsel vom Bankkaufmann zum Customer Service Rep.
mit diesem Customer Service Rep, also einem Callcenter, zu arbeiten. Gewisses Fachwissen für die Industrie, in der ich war, aber damit hätte ich auch dann sicherlich in andere Callcenter-Jobs wechseln können. Man lernt das produktspezifische Wissen oder das firmenspezifische Wissen in ein-, zweiwöchigen Lehrgängen und wird dann auf die Menschheit losgelassen. Ist also nichts Besonderes. So, das ist also da wirklich sehr, sehr einfach. So, wenn ich jetzt zum Beispiel im IT-Bereich arbeite, da gibt es fast keinerlei Beschränkungen, in welchem Bereich oder für welche Firma ich arbeiten könnte. Wo es da Limitierungen gibt, sind zum Beispiel die Security Clearances. Wenn ich also für einen Waffenhersteller oder fürs Militär arbeiten möchte, dann muss ich eine sogenannte Security Clearance bekommen. Und die kann ich auch nicht alleine bekommen. Da muss schon noch ein bisschen mehr was dahinter sein. Kostet auch eine ganze Stange Geld. Und da ist sicherlich dann eine dieser Limitierungen, wo ich nicht in jedem Bereich arbeiten könnte. So, wenn ich also jetzt den Beruf wechseln will und gehe mal vom IT-Bereich weg, man kann in relativ vielen Berufen durch sogenannte IT-Zertifikate oder ein Bootcamp wirklich den Einstieg in diesen neuen Beruf bekommen. Das kann sein, dass man so dann zum Beispiel in den Finanzbereich geht und arbeitet als Accountant oder im Accounting-Bereich ist vielleicht der bessere Ausdruck, weil als Accountant muss man auch wieder eine entsprechende Ausbildung bzw. Lizenz haben. Aber im Accounting-Bereich muss ich das nicht haben. Also ich könnte da dann zum Beispiel einfache Buchhaltungsaufgaben machen. Ich könnte mich von da aus fortbilden und mache zum Beispiel Payroll, also Gehaltsabrechnungen für die Angestellten einer Firma. Da kann man sich auch entsprechend dann hocharbeiten. Da zählt dann mehr das Fachwissen und einfach wirklich, dass ich die Zusammenhänge verstehe. Und man kann sich da dann relativ gut auch positionieren für größere Firmen. Man kann da Managementaufgaben übernehmen. Also gibt es viele Möglichkeiten. Und mit Management, da gibt es auch wieder insgesamt sehr gute Möglichkeiten. Also ich bin im IT-Bereich reingegangen als Technology Professional. Also ich habe mich im Technologiebereich fortgebildet. Im zweiten Teil meiner Karriere habe ich mich dann selber auf den Management-Bereich vorbereitet und habe mich da selber fortgebildet und bin dann ins IT-Management gegangen. Ich bin kein gelernter Manager. Ich habe es nur 18 Monate auf der Uni in Deutschland geschafft. Also das sind einfach Sachen, wo ich mir die Sachen selber beigebracht habe, wo ich dann auch mir entsprechend die Jobs gesucht habe, um das Fachwissen da zu lernen und dann mit einem Jobwechsel entsprechend höher zu kommen. Und das geht, wie gesagt, in vielen Bereichen. Das muss nicht im IT-Bereich sein. Da kann man wirklich so, ich sag mal, die Basics lernen. Und es ist immer gut, wenn man vielleicht einen Mentor findet oder einen eigenen Manager hat, der einen in diesem Bereich unterstützt. Also da kann man dann wirklich von der technischen Seite in meinem Bereich in den Bürobereich oder Managementbereich reingehen, ohne dass ich da eine zusätzliche Lizenz oder irgendwas haben muss. Es ist einfach das Fachwissen, was ich mir angeeignet habe und dass ich dann meine Vorgesetzten oder neuen Arbeitgeber überzeugen konnte, dass ich das Wissen habe, was die suchen und dass ich die Berufserfahrung habe, die die suchen. Ungelernt kann man natürlich auch viele Berufe machen. Also ich sag mal, ich kann im Einzelhandel arbeiten, brauche ich ja auch keine Ausbildung. Ich kann vom Einzelhandel zum Beispiel im Restaurantbereich arbeiten und das kann Kellner sein. Ich kann auch als Hilfskoch arbeiten und mich zum Koch hocharbeiten. Und Koch oder Chef, wie es hier eigentlich in den USA im Englischen so heißt, also der Chef ist, was in Deutschland der Koch ist, das kann man auch entsprechend durch Lehrgänge sich selber beibringen oder ein Zertifikat machen. Man geht zu einer gewissen Schule, bekommt von dieser Schule eine Ausbildung. Aber um Chef zu sein, um Koch zu sein, muss ich keinen offiziellen Titel haben, der durch eine Schule oder durch eine staatliche Organisation entsprechend ausgestellt wird. Mit staatlicher Organisation meine ich wirklich zum Beispiel das County oder der Bundesstaat. Also, ich könnte wirklich so durch die verschiedenen Bereiche reingehen und mich da entsprechend meinen Fähigkeiten nach hocharbeiten oder umstellen. Also ich kann Koch werden, ich kann im Supermarkt arbeiten, ich kann im Fachhandel arbeiten, ich kann von da aus zum Beispiel ein Autozubehör wechseln. Also wo es mehr wichtig ist, dass ich zum Beispiel die Verkaufsskills habe. Wenn ich irgendwo Verkäufer bin und ich bin sehr ambitioniert, man kann rein theoretisch von da aus dann auch in technische Berufe reingehen, also zum Beispiel Softwareverkäufer werden oder Hardwareverkäufer, also Computerhardware. Oder ich kann mich
im pharmazeutischen Bereich fortbilden und werde dann Sales Rep für eine pharmazeutische Firma. Natürlich hilft es, wenn ich da eine medizinische Ausbildung habe. Und es gibt auch relativ viele Leute in dem Bereich, die Doctor oder Nurse oder sowas gelernt haben oder Scientist, also die Wissenschaftler sind, und die dann zum Beispiel in den pharmazeutischen oder medizinischen Verkaufsbereich reingegangen sind. Dann gibt es zum Beispiel hier auch noch den Job eines sogenannten MSL. Das ist ein Medical Science Liaison. Das sind häufig Doktoren. Die sind also komplett durch eine medizinische Ausbildung gegangen, haben auch ihren Doktortitel gemacht und arbeiten nicht als Doktor. Die arbeiten dann für eine pharmazeutische Firma und gehen zum Beispiel zu Konferenzen und halten dann da Fachvorträge oder schreiben medizinische Berichte, Papiere, die für verschiedene Publikationen dann entsprechend aufbereitet werden. Gut, das ist jetzt wieder ein Beruf, wo man das Fachwissen haben muss. Aber ich kann, um dahin zurückzukommen, ich könnte im Sales-Bereich für eine pharmazeutische Firma arbeiten, wenn ich mich langsam in die Richtung hocharbeite und mir das Fachwissen selber beibringe. So, weitere Arten, den Beruf zu wechseln, ist, dass ich, sagen wir mal, ich habe einen Job, ich arbeite als Customer Service Rep in einem Callcenter. Da gibt es in der Regel sehr feste Arbeitszeiten. Also ich fange um 7 Uhr an und ich höre um 4 Uhr auf. Da ist wenig mit Overtime wirklich vorhanden, weil es da verschiedene Schichten gibt und die nächste Schicht oder die Schicht, die etwas später angefangen hat, übernimmt dann den Rest des Tages oder wenn es 24/7 ist, auch entsprechend, wie gesagt, die Nachtschicht. Da hätte man zum Beispiel dann Zeit, selber noch ein Online-Studium zu machen. Da gibt es dann zum Beispiel die WGU, die Western Governors University. Und da kann man verschiedene Berufe erlernen und häufig helfen einem Arbeitgeber auch die Zahlen, dann zum Beispiel die sogenannte Tuition, die Gebühren. Da kann ich mir also selber einen Beruf dann durch ein Studium beibringen und kann dann so wechseln. Und das ist hier in den USA wirklich so dieser zweite Bildungsweg. Der ist eigentlich hier sehr angesehen und da macht es auch hinterher keinen Unterschied. Wer den Beruf wechseln will, im Großen und Ganzen, ihr müsst natürlich darauf achten, wie lange dauert es, bis ihr den Beruf wechseln könnt und dass ihr Berufserfahrung habt. Also ich bin jetzt in Mitte 50, sage ich mal. Ich bin noch nicht 55, aber ich komme auch langsam in die Richtung. So, wenn ich jetzt Doktor werden wollte, also medizinischer Doktor, und ich möchte gern Herzchirurgie erlernen, ja, dann werde ich wahrscheinlich so mit 65 dafür bereit sein und naja, passt nicht so, ne? Und die Altersdiskriminierung gibt es auch in den USA, also muss man sich schon irgendwo überlegen und strategisch denken. Also in der Hinsicht wirklich überlegen, erstmal einen Beruf haben und dann sich fortbilden oder aber durch persönliche Hobbys zum Beispiel, kann ich mir auch Fachwissen aneignen, suche mir dann den passenden Beruf. Wenn ich zum Beispiel Elektriker oder Klempner werden will oder so, kann man das natürlich auch entsprechend machen und man geht zur Schule nebenbei und versucht dann einen Arbeitgeber zu finden, der einen entsprechend annimmt. Man muss auch dann eine gewisse Anzahl von Lehrjahren oder Gesellenjahren, Journeyman, wie das so schön heißt, entsprechend vorweisen können, um diese Lizenz zu erwerben. So, ich habe schon die Bootcamps angesprochen, möchte ich auch jedem ans Herz legen. Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, sich relativ schnell Fachwissen beizubringen, aber muss bei diesen Bootcamps darauf achten, die machen erhebliche Versprechungen, die nicht immer eingehalten werden. Und da geht es eher um die Berufschancen hinterher. Die wollen erstmal, dass du ins Bootcamp kommst. Und das kann in Person sein, das kann online sein und dann schaffst du das schon, ne? Also die Versprechungen, die die machen, das ist häufig nur leere Luft. Aber wenn man sich ein bisschen mal erkundigt und vielleicht auch andere Leute befragt, welches Bootcamp hast du denn besucht, wenn man weiß, dass die Bootcamps besucht haben und dann so eventuell die Guten von den Schlechten trennen und sich da entsprechend dann wirklich eine Ausgangsposition zu verschaffen, die das Leben wesentlich leichter macht. So, also im Großen und Ganzen, wie gesagt, man kann hier relativ leicht den Beruf wechseln. Man muss überlegen, das kann, ich sag mal so, zwischen 3 bis 24 Monaten dauern, sagen wir vielleicht auch 36 Monate, wenn man ein Studium macht nebenbei. Berufe wie Rechtsanwalt und alles, wo man noch mehrere Jahre studieren muss, wie ein Arzt oder so, lasse ich mal raus. Eine Nurse, die könnte zur Nursing School gehen und dann also eine Krankenschwester entsprechend oder in dem im medizinischen Bereich arbeiten. Das geht auch wiederum leichter. Man muss einfach den Zeitplan mit beachten. Man muss auf sein Alter achten. Man muss darauf achten, in welcher Gegend man wohnt. Gibt es da überhaupt die Jobs? Und macht das Sinn? Oder sollte man vielleicht umziehen, um dann entsprechend da auch den
passenden Beruf erlernen zu können oder weil es da einfach größere Nachfrage gibt. Also es gibt verschiedene Faktoren. Also, es ist leicht, den Beruf zu wechseln. Ihr müsst schon einiges an Arbeit da reinstecken. Es wird euch hier nicht das gebratene Hühnchen in den Mund fliegen oder wie auch immer das Sprichwort irgendwie so aus Deutschland heißt. So, das soll es mal einfach sein. Ich werde ein paar Informationen unten in der Videobeschriftung verlinken und dann würde ich sagen, freue ich mich auf eine gute Diskussion und die Fragen, die du eventuell hast, die werde ich dann auch entsprechend noch hoffentlich beantworten können. So, schöne Grüße aus Vista, Kalifornien und beim nächsten Mal verspreche ich euch, ist auch wieder die Sonne am Himmel und ich werde dann wieder draußen sein und das nächste Video aufnehmen. So, bis dann, schöne Grüße. Tschüss!